Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landgrid. Willkommen zu einem neuen zeitexklusiven Video für alle Unterstützende auf Patreon oder Kanalmitglieder oder Twitch-Subscriber oder wie auch immer ihr den Kanal unterstützt, dass ihr das Video jetzt vor allen anderen sehen dürft. Danke dafür und hallo auch an alle, die das Video jetzt nachträglich öffentlich auf dem Kanal sehen. Seit ich Fallout Lore Videos mache, werde ich im Grunde immer wieder in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht mal ein Fallout Lore Video zu den Zuständen von Deutschland in der Fallout Welt machen will. Und bisher habe ich das noch nicht gemacht, weil es ganz einfach nicht sehr viele Informationen zu Deutschland im Fallout Universum gibt. Durch meine alle Firmen der Fallout-Welt-Reihe habe ich jetzt aber tatsächlich ein bisschen mehr über Deutschland in der Fallout-Welt gelernt und ich denke, wir haben jetzt genug Informationen, dass sich ein Video zu diesem Thema durchaus lohnt. Deswegen jetzt viel Spaß mit allem, was wir über Deutschland im Fallout-Universum wissen. Also, was können wir über Deutschland sagen? Sicher ist, dass Deutschland in der Fallout-Welt existiert und dass es sich wahrscheinlich relativ ähnlich entwickelt hat wie in unserer Welt. Aus dem Fallout 1 Intro wissen wir zum Beispiel, dass auch in der Fallout-Welt Deutschland das dunkle Kapitel des Dritten Reichs und des Zweiten Weltkriegs verantwortet und miterlebt hat. Und wir können über die verschiedensten Fallout-Teile hinweg einige Musikstücke von deutschen Komponisten hören, wie zum Beispiel von Wolfgang Amadeus Mozart, von Johann Sebastian Bach, von Richard Wagner etc. Deutschland wird außerdem als Heimatort von Voltec-Wissenschaftler Stanislaus Braun genannt. Dieser stammt nämlich aus Kronach, einer kleinen Stadt mit gerade mal 17.000 Einwohnern aktueller Stand in Bayern. Ich frage mich wirklich, wie sie ausgerechnet auf Kronach gekommen sind. Haben sie irgendwie random bayerische Städte gegoogelt oder war da mal jemand aus dem Fallout-Team im Urlaub? Keine Ahnung. Guckt gerade jemand aus Kronach dieses Video? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Auf jeden Fall ist Stanislaus Braun Oberfranke. Kleiner Funfact an der Stelle, wenn wir davon ausgehen, dass Stanislaus Braun ein biologisches Alter von 70, 80 Jahren hat, würden wir ihn treffen, und er in der Tranquility Lane quasi in Kryostase war und nicht weiter gealtert ist, dann würde ein Stanislaus Braun in unserer Welt auch jetzt schon im Jahr 2023 leben und wäre da je nachdem wahrscheinlich irgendwie so zwischen 16 und 26 Jahre alt. Aber das sind noch lange nicht alle Referenzen, die auf die Existenz von Deutschland in der Fallout-Welt hinweisen. So wird in Nuka World in Wixens Schaufelmuseum Düsseldorf erwähnt. Und Deutschland scheint auch in der Fallout-Welt ein Waffenhersteller gewesen zu sein. Denn über alle Fallout-Teile hinweg finden wir Waffen von Heckler und Koch, wie zum Beispiel die L30 Laser Gatling. Aber auch Produkte von der Donaustahl GmbH, wie beispielsweise die 9mm Munition aus Fallout New Vegas. Und der Stamm der Dead Horses aus selbigem Spiel spricht zum Beispiel auch eine Sprache, die zu Teilen von Deutsch beeinflusst ist. Und sowohl in Fallout Tactics als auch in Fallout Brotherhood of Steel finden wir den Markennamen Volkswagen vor. Und in Fallout 76 können wir Helvetia besuchen, eine Siedlung ehemals deutscher Siedler aus dem 18. Jahrhundert. Zudem ist Dogmeat in Fallout 4 ein deutscher Schäferhund. Das heißt nicht, dass er unbedingt aus Deutschland kommt, obviously, aber wahrscheinlich wurde seine Rasse dort ursprünglich mal gezüchtet. Okay, wir wissen also, dass Deutschland existierte, dass die Vergangenheit zumindest eine sehr ähnliche sein muss wie unsere Echtweltvergangenheit und dass Deutschland ein großer Waffenhersteller in der Fallout-Welt ist. Doch wie sieht es in Deutschland aus? Kann man dort in der Fallout-Welt relativ normal leben? Ist vielleicht nur der US-Kontinent wirklich so im Arsch, wie wir das in Fallout sehen? Und ist Europa vielleicht weitgehend verschont geblieben? Was wissen wir eigentlich darüber? Wie sieht Deutschland aktuell in der Fallout-Welt nach dem Fall der Bomben, nach dem großen Krieg aus? Dazu kann man tatsächlich nicht sehr viel sagen, aber Spoiler-Alarm.
haben, es sieht wahrscheinlich nicht besonders gut aus. Die europäischen Staaten waren in der Fallout-Welt vor dem großen Krieg im sogenannten European Commonwealth vereint. Ein Bündnis, das man wahrscheinlich mit der realweltlichen Europäischen Union vergleichen könnte. Die Ressourcenknappheit der Fallout-Welt machte allerdings natürlich auch nicht vor diesem Völkerbündnis Halt. Und da das European Commonwealth sehr stark von den Ressourcen des Mittleren Ostens abhängig war und dieser aufgrund der Ressourcenknappheit nicht mehr lieferte, kam es zu einem großen Krieg zwischen diesen beiden Mächten. Und soweit wir wissen, haben diesen Krieg alle beteiligten Fraktionen einfach nur verloren. Das European Commonwealth hat sich zumindest mit dem Krieg im Grunde einfach nur in den Untergang gewirtschaftet. Und letztendlich ist das Bündnis selbst zerfallen. Und die einzelnen Länder haben angefangen, gegeneinander Krieg zu führen, um die letzten Ressourcen, die es noch so gab, für sich zu sichern. Wir können annehmen, dass auch Deutschland Teil dieses European Commonwealth war, auch wenn wir das zugegebenermaßen nicht hundertprozentig wissen. Und wir können annehmen, dass auch Deutschland aufgrund von Krieg und Ressourcenknappheit einfach zerfallen ist. Erneuerbare Energiequellen kamen für diese Nationen definitiv zu spät in die Fallout-Welt. Doch wurde Deutschland auch von Atombomben getroffen? Hatte Deutschland irgendetwas mit dem FIV zu tun? Dürfen wir dort auch mit totem Land und mutierten Monstern rechnen? Das alles ist unbekannt. Von dem, was wir von der Erdkugel sehen, dürfte es allerdings auch ökologisch in Deutschland nicht mehr besonders geil aussehen. Alles, was wir von der Erdkugel sehen, ist braune, tote Landmasse und grünlich schimmerndes Wasser und eine grünlich leuchtende Atmosphäre. Höchstwahrscheinlich ist also der gesamte Planet, die gesamte Atmosphäre verseucht, von den Gewässern ganz zu schweigen. Ja, und das ist so ziemlich alles, was wir aktuell über Deutschland in der Fallout-Welt wissen. Wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr mehr über die Nationen wissen wollt, von denen man abseits von der USA natürlich etwas in der Fallout-Welt erfährt, dann lasst es mich gerne wissen. Vielleicht gucken wir uns auch mal andere Nationen an. Ein Like und ein Abo wären wie immer super und vielen Dank, wie gesagt, an alle, die dieses Video nun vorzeitig sehen dürfen für euren Support. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao!